Tag zusammen zu dieser Episode unseres Energietechnikkurses. Es soll heute nochmal um die Wiederholung gehen von Energie und Leistung, die Berechnung der mittleren Leistung, die in einem Zeithintervall auftritt. Also schauen wir uns das nochmal an, wenn wir also Energie und Leistung aus der Physik kennen wir natürlich, dass die Leistung die Änderung der Energie über die Zeit ist, beziehungsweise wenn wir das differenziell machen, also sehr kleine Zeitschritte uns angucken, dann ist es halt dE durch dt und nicht Delta E durch Delta t, also hier links ist eine größere Zeitintervall und hier haben wir dann den Übergang in sehr kleine Zeitschritte. Hieraus können wir dann ableiten, wie groß die Energie ist in einem die in einem Zeitintervall produziert wird mit einer zeitlich variierenden Leistung. Das ist natürlich das Integral über die Leistung. Die Leistung kann natürlich jetzt zeitlich variieren. Das integrieren wir über dt und dann von 0 bis t, also das heißt groß t. Das ist das gesamte Zeitintervall. Das kann jetzt eine Stunde, ein Tag, ein Jahr sein. Das kommt natürlich dann jeweils drauf an. Was man normalerweise hat, ist, dass man jetzt diskrete Zeitintervalle hat, sodass das Integral übergeht in eine Summe. Das heißt also, wir haben natürlich bei diskreten Zeitschritten, geht das Integral über in eine Summe, dass wir die Leistung im Zeitschritt i haben, multipliziert mit der Dauer des Zeitintervalls Delta t und dann von i gleich 1 bis groß n, das heißt, wir haben n Zeitintervalle. Das wollen wir uns mal hier unten an diesem Beispiel ansehen. Hier ist jetzt der Verlauf der Erzeugungsleistung der Steinkohlekraftwerke in Deutschland dargestellt mit den Daten von der Bundesnetzagentur. Das ist der Verlauf vom 4. Februar 2019. Wir haben jetzt das Zeitintervall über 24 Stunden. Wir sehen hier die Leistung auf der Y-Achse von 0 bis ungefähr 13 Gigawatt und wir wollen uns jetzt einmal ansehen, wie sich dort diese einzelnen Werte darstellen. Also auf der Y-Achse haben wir also die Leistung, die nehme ich jetzt von der Zeit ab, also P von T. Wir haben jetzt hier auf der X-Achse die Zeit T und unser Zeitintervall in dem Fall, das sind 24 Stunden. Es macht jetzt auch Sinn, dass wir in diesem Stundenintervall bleiben, jetzt nicht auf die Sekundeneinheit wechseln, was natürlich aus Energieeinheitssicht sinnvoll wäre, um dann als Energie an der Joule rauszubekommen, sondern wir wollen natürlich an der Stelle mit der Stunde arbeiten, mal als Energieeinheit mit Wattstunde zu arbeiten. Was haben wir jetzt also nun hier für relevante Werte? Also die Energie in diesem Zeitintervall, das ist die Fläche unter dieser Kurve. Das heißt also, diese Fläche, die jetzt hier schraffiert dargestellt wird, das ist die Energiemenge, die jetzt im Zeitintervall von 24 Stunden produziert wird. Das ist also unser E. Die lässt sich natürlich entsprechend berechnen über eine der beiden Gleichungen, entweder das Integral oder jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt mit 15 Minuten Einheiten arbeiten, haben wir hier die 15 Minuten oder 0,25 Stunden und dann jeweils den mittleren Leistungswert in diesem 15-Minuten-Intervall. So sind die Daten der Bundesnetzagentur auch entsprechend aufbereitet. Was haben wir jetzt noch hier an Größen, die relevant werden? Wir haben also einmal hier die Spitzenleistung, die auftritt. Das ist hier dieser Punkt. So, hier haben wir das ist die Spitzenleistung. Das wird dann später nochmal wichtig. Das heißt, die Maximalleistung, das heißt der höchste Leistungswert, der auftritt. Das wollen wir mal mit PP für Peak Power bezeichnen. Damit wird einfach der höchste Leistungswert dargestellt, der in dem betrachteten Zeitintervall auftritt. Was wir noch berechnen können, ist die mittlere Leistung in dem Zeitintervall. Das heißt, also, wenn wir jetzt uns angucken über das Gesamtintervall, wie groß ist denn eigentlich die durchschnittliche Leistung? Wie berechnen wir das? Das ist also PM für mittlere Leistung oder Mean. Das ist also die Division durch die Zeitdauer und dann haben wir halt das Integral von 0 bis t
P von T dt, und das ist natürlich dann einfach E durch T, also die produzierte Energiemenge, dividiert durch die Zeit. Wenn wir das jetzt hier einzeichnen wollten, dann landen wir bei den Werten, wenn man das jetzt mal betrachtet, bei knapp unter 10 Gigawatt. Das heißt also, die Annahme wäre jetzt, dass wir hier in diesem Bereich eine konstante Leistung der Kraftwerke hätten. Das also hier dieses orangene Rechteck spiegelt jetzt die mittlere Leistung wider. Der Wert ist natürlich jetzt konstant. Die Fläche, die orangene Fläche, ist natürlich genauso groß wie die grüne Fläche. Und wir haben nun hier eine mittlere Leistung. Das ist also dieser Wert hier. Das ist PM, also der mittlere Leistungswert, der durchschnittlich anliegt, wenn wir mal voraussetzen, dass die Kraftwerke immer mit konstanter Leistung Strom in das Stromnetz einspeisen würden. Und über diese Größen, die werden wir jetzt in den nächsten Folgen weiter verwenden, lassen sich jetzt also einige weitere Kennzahlen in der Energietechnik ableiten. Aber jetzt haben wir hier schon mal die wichtigsten definiert: die Spitzenleistung mit dem Höchstwert, die mittlere Leistung und einfach die Berechnung der Energie in einem bestimmten Zeitintervall direkt aus der Kenntnis der Energie- und Leistungsdefinition aus der Physik.